Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Auf unserer ersten Insel, wo wir schon einige Zentren gebaut haben, aber derzeit noch nicht so das Geld eingenommen haben. Aber auch so einiges verkaufen können. Wir machen derzeit Gewinn pro Minute 3500, haben aber auch noch keine Leute auf die Insel gelockt. Zumindest nicht richtig, weil wir auch noch keine richtigen Unterhaltungsgebäude haben. Was wir machen können, dass ihr jetzt auch mal seht, wir können die Vegetation beeinflussen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte hier eigentlich Bäume haben. Wasser kann ich etwas erweitern. Ich könnte hier auch etwas erhöhen. Zumindest sagen wir mal richtig hier so. Ich könnte sogar im Wasser was erhöhen. So können wir auf die Vegetation und auf die Landschaft komplett Einfluss nehmen. Ich frage mich, wie wäre es denn, wenn wir unseren Kleinen, der hier alleine unterwegs ist, ein Partner schenken. Aber dazu gucke ich mir das Genom jetzt ganz kurz an. Und wie das genauso funktioniert. Wenn man den Leuten Glauben schenkt, haben sie eine großartige Entdeckung gemacht. Das klingt nach Erfolg. Das Null-Gen. Mit der Farbe, das gehört dazu. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, wir gehen jetzt mal hier hin. Lebenserwartung. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Hier unten, wenn wir das machen... Sie müssen sich um ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Ich weiß. Ich wende das ruhig mal an. Ich mach das ruhig mal. Und dann nehmen wir den nochmal... Und geben ihnen dann dieses hier. Stärke des Herzens. Das hatten wir erst, ne? Ja, das bringt gar nicht viel. Ah, mehr geht gar nicht. Das ist schon das Maximum, was ich rausholen kann. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. 50% des Ceratosaurus. Moment mal, das habe ich doch schon. Gut, mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Den Park sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Ach, wir müssen Futterstationen bauen. Ach Gott, das hätte ich vorher wissen sollen. Alles klar. Moment. Ja, gefressen werden soll aber hier irgendwie am... Hier so. Das ist für Kleine. Das ist ein Tor. Gibt es auch noch mit Fleisch. Und eine Beobachtungsgalerie. Oh, die ist sehr groß. Oh, die ist groß. Aber ich finde, wir bauen hier eine hin. Und wir Leute reinholen. Und anlocken. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen sie mehr Kraftwerke oder erhöhen sie die Produktion.
Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Ja, verstanden. Hier ist ein Problem. Na, eigentlich. Gut, dann kriegt er sein eigenes. Ha! Reicht es nicht? Aber ich will jetzt eigentlich nicht noch ein Kraftwerk bauen. Dann gehe ich lieber auf Forschung. Dann auf Gebäude-Upgrades. Und dann gucke ich mal hier bei Strom-Upgrades. Erforschen wir die verbesserte Leistung. Vielleicht hilft das ja. Schauen wir mal. Aber der Ceratosaurus, bei dem habe ich doch schon... Ich will ihn jetzt ja nicht ausbrüten, aber... 72% habe ich doch bei dem schon. Ausbrüten und freilassen soll ich den jetzt. Ja, ganz toll. Können wir das Gehege aufspalten? Oh, er frisst. Wenn ich den jetzt frei... Nee. Nee, ich lasse ihn jetzt hier frei. Den kleinen anderen. Den haben wir schon mal freigelassen. Jetzt sind wir zu zweit. Der sieht ein bisschen anders aus, ne? Ein Studio Mimos. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Na, ihr beiden. Kommuniziert ihr jetzt? Und jetzt? Ah, wir haben jetzt 0,2 Sterne durch das Genom. Hier sind Menschen jetzt durch die Beobachtungsstation. Schaut mal. Hier sind Leute unterwegs. Kann ich die anklicken? Nee, aber die gucken. Ach cool, die sind jetzt angekommen. Das bringt Geld. Ah, sehr schön. Wir haben Besucher. Die ersten Besucher. Okay. Gut, wir haben ja Fossilien gefunden. Ich schicke aber unser Expeditionsteam nochmal los. Und diesmal gucken wir. Was haben wir denn hier hinten? Hyagonosaurus. Pflanzenfresser. 105.000. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Brüten Sie in einem Hammond-Entwicklungslabor erfolgreich einen weiteren Saurier aus. Ja, gut, das nehmen wir an. Wir kümmern uns um alles. Also geben Sie Acht auf die Dinosaurier und unsere Gäste und auf sich selbst. Okay, das sind die Fossilien, die wir gefunden haben. Das hier kann ich jetzt verkaufen. Das mache ich auch, genauso wie das Zeug. So, den könnte ich jetzt verstärken. Den könnte ich auf über 60% bringen. Den könnte ich auch auf das Genom angehen. Wir haben zwei Triceratops-Dinger. Da holen wir gleich noch was dazu. Und das Destrition Minus. Den extrahiere ich genauso wie den. Das wir, den machen wir jetzt auch besser. So, verbesserte Leistung. Haben wir jetzt hier unten Strom? Wieso nicht?
Wir brauchen 10. Wie viel habe ich zur Zeit? Ungenutzt 7. Ja gut, das reicht nicht. Die Leistung verbessert. Ach, jetzt aber. Kaufen. Ach, das sind Upgrade-Plätze. Jetzt haben wir hier auch Strom. Okay. Verstanden. So, für unsere Gäste baue ich jetzt... Oh, ist das teuer. Ein Hotel ist zu teuer. Machen wir einen Souvenirladen, einen kleinen. Souvenirladen, schön am Eingang. Jetzt machen wir sogar Gewinn. Langsam. Schön. Ob er alleine ist? Wir könnten hier noch ein Gehege bauen für den Fleischfresser. Oh, unsere Expedition ist fertig fossil. Wir haben ein paar Triceratops, Neulinge. Ganz viel sogar. Den könnten wir auf einen hohen Punkt bringen dadurch. Aber wir verbessern noch mal einmal kurz unseren anderen. Dann gehen wir auf Triceratops. Und dann möchte ich hier eigentlich jetzt ein zweites Gehege bauen. Nur, ja, die Gelder so eine Sache. Aber wenn ich jetzt den hier rauslasse, dann frisst der doch. Also dann tötet er mir den. Dafür kriege ich wie viel? Ich weiß nicht, ob sich das dann rentiert. Ich möchte eigentlich keinen Fleischfresser reinlassen. Natürlich cool. Also wir können die auch kämpfen lassen. Na klar. Können wir gleich mal ausprobieren. Aber ich hätte eigentlich auch gern ein anderes Gehege. Der braucht auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob der das aushält da drin, der nicht rauskommt. Das ist das Kleine, das wir da drüben auch haben. Das ist ein leichter Zaun. Hält das den Fleischfresser auf? Könnte ich ihm nicht hier einen extra Bereich bauen mit einem eigenen? Und dann führe ich hier so einen Besucherweg rein. Was ist das für ein Geräusch? Ich könnte hier einen Weg dann reinbauen und hier so eine Besucherstelle bauen. Geht das? Dann gucken wir mal. Gäste. Gehege. Erstmal bräuchten wir so eins dann. Hier hinten könnte ich das Hammond-Labor bauen, das andere. Hier so. Und diese Besucherplattform. Ach Quatsch. Wo war denn die? Bin ich gerade blind oder was? Wo ist denn die hübsche Besucherplattform? Da konnte ich nur die... Es läuft runter, Gäste, oder nicht? Nein. Nein. Da. Ah, die könnte ich hier bauen. Sehr gut, seht ihr? Das könnte ich machen. Das heißt, ich könnte den Fleischfresser hier laufen lassen. Das machen wir jetzt auch.
Ich könnte... anstatt so ein Ding für 400.000 zu bauen, könnte ich einfach jetzt den Zaun hier bauen. Ich lasse nicht hier reinlaufen, baue dann den Zaun zu. Und das mal ausprobieren. Das probieren wir jetzt nochmal. Komm hier. So. Und wir modifizieren sein Genom. Wir bringen ihn gleich zu einem anderen Level. Und zwar auch widerstandsfähig könnten wir machen. Oder... Oh, ist der teuer. Wir machen den ohne Genom. Wie teuer ist denn der ohne? Komm her, machen wir erstmal ohne. Den lassen wir jetzt hier rein. Der braucht aber auch ein Tor, ne? So. Futterstation. Oh, das wird spannend. 36% schicken wir nochmal unsere Expedition los. Wir hätten hier noch Strutiominus können wir nochmal aufstocken. Da nicht so hin, da kommt gleich was raus, was du nicht so magst. Glaub mir. 70%, ich bin etwas aufgeregt. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ah, ich verstehe. Das heißt, die sehen genau den Teil. Diesen. Also gut, da futtern die ja auch. Also das ist eigentlich ein richtig guter Platz. Können wir das irgendwie... Können wir es nur deaktivieren? Oh. Dafür schulde ich Ihnen was. Versprochen. Ach je. Ja, Prost Mahlzeit. Glückliche Gäste. Darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis, stimmt's? Ich öffne dann immer eine Seite, je nachdem, was wir ausbrüten. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Man könnte auch die Tore hier bauen und die dann einfach öffnen. Ah, es kostet 77.000. Wie ist denn der Preis nochmal? Günstiger, wenn ich es immer wieder aufmache und abreiße. So, der ist jetzt hier. Er frisst auch bereits. Okay. Fossilien wurden gefunden, aber ich muss jetzt erstmal für unsere Gäste ein Beobachtungszentrum bauen hier. So eine Aussichtsplattform. Ein Weg. So. Oh oh. Verschwindet. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Wie er sich die Baustelle anguckt.
So, ein bisschen schick machen. Und jetzt sehen die das hier auch. Wir haben fast die Dinosaurierbewertung von einem Stern. Wo ist er denn? Hier hinten läuft er jetzt rum. Da sehen die Leute dich natürlich nicht. Bauen Sie ein Fastfood-Restaurant, versorgen Sie es mit Strom. Forschungsziel im Forschungszentrum Kleiderladen. Machen 83.000 Gewinn pro Minute, das ist super. Dann gehen wir doch mal zu unseren Forschungen. Ist das ein Upgrade? Nein. Der Kleiderladen, es ist ein neues Gebäude, das ist es. Es ist ein neues Gebäude, da. Das ist der Souvenirladen, gut besucht. Ja, schön. Oh ja, hier laufen sie jetzt aber gut hin. Sieht man die Besucher da drin? Oh, man sieht sie, guck mal. Hast du Hunger? Nee. Das ist schon spannend. Ich finde das echt cool. Jetzt muss ich nur diesen Kleiderladen auch bauen. Den könnte ich hier daneben direkt setzen eigentlich. So. Profit. Es geht einfach nur immer um Profit. Ich finde, wir bauen denen jetzt hier nochmal unterschiedliche Fressstellen. Weg nicht verbunden, okay. Und die Durchsage war auf Deutsch. Sehr gut. Haha, cool. Park hat schon 2 Sterne. Sehr hohe Sicherheit, sehr hohe Kapazität, annehmbare Zufriedenheit. Oh. Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. So, Fossilien. Ich gehe schon los auf so einen Triceratops. Ja, was ist hier? Oh, den kriegen wir damit ja fast auf 100%, wa? Extrahieren wir beide. Können wir eigentlich nochmal Leute losschicken? Warum sind eigentlich die hier immer noch... Setzt weitere Expeditionszentren voraus. Oh, okay, verstehe. Wir waren aber hier noch nicht.
Moment. Wir haben den Kleiderladen. Ich muss ein Fastfood-Zentrum aufbauen. Fastfood. Hier die. Ah, das fände ich eigentlich cool. Ah, hier geht's. Hier können wir das Restaurant bauen. Das wäre am Eingang dann direkt. Oh, hier. Das finde ich gut, ist auch gleich angeschlossen. Boah, das besuchen die hier aber stark. Und hier die Pflanzenfresser. Fragt man sich, wie weit man noch bauen kann. Okay, Leute, ja, geiles Spiel. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann direkt beim nächsten Mal bei Jurassic World Evolution. Und bis dahin, ich züchte jetzt noch ein paar Viecher. Macht's gut. Tschüss. The air.